Ja, ich habe meine Praxis in Fürstenfeldbruck in der Nähe von München und bei mir kommen etwa in der Woche so zwischen 10 und 12 Kinder oder Jugendliche zum Coaching. Das findet in der Regel immer nachmittags statt. Es gibt halt einfach so ein Zeitfenster, wo Kinder, natürlich in der Früh sind sie in der Schule, am Nachmittag, wenn sie nicht gerade im Sport oder sonst wo schon unterwegs sind, dann halt auch ein Zeitfenster finden, um ins Coaching zu kommen. Also meistens kommt das Kind ja nicht und klingelt bei mir und sagt so, hallo, ich hätte da mal eine Frage und ein Bedürfnis oder bräuchte mal Hilfe, sondern es ist in der Regel die Mutter oder der Vater, die Kontakt aufnehmen. Oft sind Schulthemen, es sind aber auch Konzentration, so Lebensfreude, viel zu viel Medien, viel zu viel Handy, viel zu wenig nach draußen gehen, zu wenig spielen, keine Lust mehr. Früher war es so ein interessierter Junge, jetzt ist er eigentlich so still und verschlossen. Und also so diese Themen, die so im Leben, aber auch viel aus der Schulwelt kommen. Welche Methoden werden dabei angewendet? Also das Coaching, wie ich es anbiete, ist, wenn man es so mal will, kann man sagen, so in zwei großen Bereichen. Also in der Regel findet das in 6 Sitzungen statt. Die ersten 3, 4 Sitzungen dienen dazu, Blockaden zu lösen, also diese Dinge zu lösen, die so im Weg stehen, die Kraft kosten. Kannst du ein Beispiel da nennen? Ja, zum Beispiel Winken, also das IRT, mit dem wir tatsächlich es schaffen, Blockaden in einer ganz schnellen Art, in einer sehr, sehr intensiven Art im limbischen System, ich sage ich einfach mal so, zu reinigen, so umzuprogrammieren, dass diese Blockaden ja nicht verdrängt werden, aber einfach ohne Emotion bleiben. Also so, dass so ein Hassgefühl, wenn ich über was denke, so ein komisches Gefühl, wenn ich an irgendwas denke, dass das tatsächlich verschwindet. Und ich damit eine neue Chance bekomme. Also nehmen wir einfach mal so einen Fall an, was ganz oft kommt, dass ein Junge kommt und in Mathe, ja einfach eigentlich das Thema Mathe schon so negativ behaftet ist, dass wenn ich drüber spreche, wenn er sagt, boah, meine Lehrerin, wenn ich da nur dran denke, dann fängt es schon an. Wir sehen das ganz oft schon in der Mimik, in der Haltung, in der Stimme von so einem Jugendlichen, boah, was geht denn da ab? Der ist ja voll in Emotionen. Nur durch das, dass wir eigentlich jetzt hier in so einem Rahmen in meiner Praxis über Schule, über Mathe reden. Und wir nennen das Blockaden. Und diese Blockaden sind halt tatsächlich nicht komplett verarbeitet, dahingehend, dass diese Emotionen, ich sage jetzt mal mit so einem gewissen Automatismus aus dem limbischen System, nicht mehr hochkommen. Also wenn was unverarbeitet bleibt oder ist, dann bedeutet das, dass tatsächlich wir fast nichts dagegen tun können, in dem Moment, wo wir uns daran erinnern, uns um diesen Thema beschäftigen, dass die Emotion quasi mitgeliefert einfach wird, hängt einfach wie so eine Blase mit dran. Und durch das IRT, durch das Winken, sind wir in der Lage, dass wir in einer ganz vernünftigen, schnellen, guten Zeit mit ganz großem Erfolg nochmal zu verarbeiten, einfach nochmal nachzuverarbeiten, so dass das Wissen über das, was vorgefallen ist, also über das, dass es vielleicht den Grund gibt, warum der Junge in Mathe so keine Lust mehr hat, weil da irgendwas mal war, dass das halt einfach losgelöst ist von dieser Emotion. Und in dem Moment, wo etwas nicht mehr so emotional ist, kann ich wieder besser denken, kann dem eine Chance geben, kann eine Strategie entwickeln und kann dann vielleicht sogar mit Nachhilfe oder anders daheim Hausaufgaben wieder machen, gehe mit einem ganz anderen Gefühl in Mathe. Was ich ganz gut finden würde, wenn du so einen Satz sagst für Leute, die das limbische System nicht kennen. Ja. Das Grundprinzip ist einfach, das limbische System merkt, verarbeitet oder wie auch immer und wie einfach das auch zu lösen ist, dass man das anders vor Augen geführt bekommt. Ich kann es ja ich habe ja oft die Frage, dass Eltern zum Beispiel bei mir sind und einfach sagen, oh, Brück, wie funktioniert das oder wie darf ich mir das vorstellen? Und für uns ist das dann immer so eine Übersetzung, dass wir eben jetzt nicht neurobiologisch hier sehr komplex antworten, sondern vielleicht mal in einer eher einfachen Sprache mal das auf den Punkt bringen, wie das funktioniert. Ich probiere es mal in aller Kürze. Wenn wir heute Dinge erleben, dann erleben wir quasi so inhaltlich das, was passiert, aber auch die Emotionen, wie ging es mir dabei, alles das wird abgespeichert und noch viele Dinge mehr, Körpergefühl, Atmung und solche Dinge werden abgespeichert im limbischen System, im Bereich im Gehirn. Und in der Nacht, in der sogenannten REM-Phase, beim Einschlafen, beim Aufwachen, die wir automatisch haben, das ist diese Phase, wo diese Augen so ganz hektische Bewegungen machen mit geschlossenen Lidern. In dieser Phase wird in der Regel das, was wir so erlebt haben, untertags
verarbeitet. Das heißt einfach, dass Emotionen, die da mit dabei waren, dass die nicht mehr automatisiert wieder so durchdringen und wieder dieses Körpergefühl herstellen, wenn ich an diese Situation denke. Also wenn ich weiß, gestern war was unheimlich peinlich, aber ich habe es gut in der Nacht verarbeitet, dann wache ich in der Früh auf, erinnere mich dran, was gestern so peinlich war, aber es passiert nicht so, dass es sich wieder peinlich anfühlt. Ich bin einfach frei, ein bisschen in der Gefühlswelt und kann aber sagen, naja, ich weiß noch, wie es sich gestern anfühlte und mein Gott, aber es macht jetzt nichts. Wenn die Dinge, gibt so diesen Begriff der Resilienz, also diese Möglichkeit, mit dem Stress umzugehen, ihn zu verarbeiten, wenn ich Dinge erlebe, die über diese Bewältigungsgrenze gehen, dann ist es so, dass in der Nacht diese Emotionen, diese Dinge nicht verarbeitet werden. Und dann bleibt es im limbischen System verhaften. Und mit dem, was dann in der Früh passiert ist, ich wach auf, ich denke wieder an die gestrige Situation, die so peinlich war und merke einfach so, boah, das tut was mit mir. Also jetzt fängt es wieder an, es fühlt sich so schlecht an. Ich habe so dieses Schamgefühl wieder, vielleicht kriege ich eine Wut wieder, vielleicht kriege ich eine Traurigkeit wieder und kann gar nichts dagegen richtig machen. Ich denke an die Situation und kriege quasi gratis aus dem limbischen System das Gefühl mitgeliefert. Und hier ist so eine Methode, eben dieses Winken, dieses IRT, das aus der Traumatherapie kommt, also was bei viel härteren und ganz anderen Dingen und anders gearteten Fällen, die wir ja mit unseren Kindern überhaupt nicht haben, was da wirkt, ich sage jetzt mal so in einer Art und Weise angewandt, wie es halt auch im Coaching-Setting praktikabel ist, können wir das nachverarbeiten. Also einfach, wenn es die Nacht nicht geschafft hat, dann schaffen wir es bei uns in der Coaching-Sitzung, dass dies wieder nachbearbeitet wird, dass es verarbeitet wird. Und dann so ein Thema wie, mein Gott, was war das peinlich in Mathe? Was war, ich habe mal mich melden müssen in der Schule, das ist was Typisches und dann wurde ich ausgelacht. Und das sind dann oft die Schüler, die dann so ruhig bleiben, die sich nicht mehr trauen. Und dass die plötzlich einfach merken, wenn sie an Schule, an so Thema, an Referat denken, dass sie dann merken, naja, ja, eigentlich, boah, das war so, aber fühlt sich jetzt gerade ganz gut an. Und erst wenn das so ist, also wenn wir diese Emotion nicht mehr haben, dann haben wir Chancen, dass Schüler wieder auch mal wirklich kognitiv ins Denken kommen, dass man Strategien entwickeln können, dass wir jetzt in Potenziale gehen können, in Kraft gehen können, dass diese Kinder ja oft dann auch mal in der Schule wieder mal was nachholen können, dass sie dann Mathe eben beispielsweise ganz anders und neu erleben können. Mit welchen Methoden wenden wir dann an, um die Persönlichkeit zu entwickeln oder zu entfalten? Ja, also diese ich sage jetzt mal so diese erste Hälfte, eine Methode war ja dieses IRT, da gibt es noch so ein paar andere. Und dann so ab der Hälfte etwa steigern, gehen wir in Potenzialentfaltung, gehen wir so in die Richtung, guck mal, wo deine Stärken sind. Wir machen das mit dem sogenannten doppelten Future Backcheck beispielsweise, wo wir Kinder zweimal in eine Zukunft führen. Ganz spannend, in eine Zukunft, die gelungen ist, in eine Zukunft, die nicht so gelungen ist. Und sie emotional einmal sich dort wirklich mal reinspüren lassen und sie konfrontieren in so einem inneren Dialog quasi mit sich selbst. Also nehmen wir einfach ein Beispiel, ein 14-jähriger Junge ist plötzlich 24 in so einem Rollenspiel, ist in der Zukunft und wird dann, das machen wir eben, das leiten wir an, das machen wir sehr spielerisch, sitzt jetzt plötzlich seinem 14-jährigen Ich gegenüber und konfrontiert einfach mal, hey, ein gelungenes Leben und ein Leben, wie es halt jetzt gerade ist. Und wenn wir das so ein bisschen herausspielen, dann kann es schon passieren, dass so der 14-Jährige echt vom 24-Jährigen eigentlich mal ganz gerne wissen würde, boah, wie hast du das denn geschafft, dass du da hingekommen bist in so ein tolles Leben, wie du jetzt als 24-Jähriger hast? Boah, du hast ein Auto, ein tolles Auto, hast einen Führerschein, hast eine schöne Wohnung, boah, da will ich auch hin. Und dann passiert es, wir nennen das dann auch intrinsische Motivation, dann passiert halt wirklich, dass dieser Junge, der 24-Jährige, seinem 14-jährigen Ich erklärt, du musst das tun, das tun, das tun und das tun und das tun. Wir machen das mit ein paar Tricks, mit so ein bisschen Verknappung, mit ein bisschen liebevollen Stress an der Stelle, dass das gut funktioniert. Und ganz ehrlich, wenn ein Junge sich selbst sagt, das sind die drei Punkte, die ich tun muss, dann hat es vielleicht eine Chance, dass er es auch macht. Weil wenn ich es als Coach oder wenn das die Eltern, und so spreche ich dann auch mit den Eltern, wenn sie es als Eltern sagen, das kann noch so gut gemeint sein, das verpufft in der Regel. Wenn sie sagen, musst Englisch lernen, weil du willst später ja auch mal vielleicht, alles nett, alles gut, aber wird in der Wirksamkeit wahrscheinlich nicht helfen. Aber wenn
irgendwie sowas in mir selber gesagt hat, Mensch, lerne Englisch, weil dann fühlt sich das gut an, dann komme ich dahin, wo ich ein Gefühl habe, wo ich hin will. Muss ja nicht konkret genau dann das sein. Dann ist es eine Motivation und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendwann mal, wenn so ein Ehrgeiz mal wieder nachlässt, dass es dann irgendwie so ein Gefühl gibt, so, oh nee, aber Englisch so gar nicht lernen, fühlt sich jetzt auch, also weiß jetzt nicht, woher es kommt, aber fühlt sich gerade nicht gut an. Vielleicht mache ich es doch. Wie versetzt ihr einen 14-Jährigen oder verwandelt einen 14-Jährigen in einen 24-Jährigen? Indem wir es mit Rollenspiel einfach ein bisschen ausmachen, ein bisschen einüben und dann tatsächlich wie so ein Rollenspiel spielerisch. Also doppelter Future Backcheck ist so eins der Methoden, die ich total gerne mache, wo ganz viel so Freude und Spontanität ist, wo Kinder mal wirklich so in das Talent auch mal des Schauspielens kommen und kommen dürfen und einfach indem wir es anleiten. Es mitgehen, vorstellen, wir es begrüßen, wir es ein bisschen anders spielen. Also das ist überhaupt kein Thema, dass die da ganz gut drin sind. Und wenn nicht, haben wir es vorher ein bisschen ausmoderiert. Also haben einfach mal auch geguckt, wie könnte denn so ein Leben ausschauen. Also beispielsweise so etwas, oder dass wir Kinder mal in die Vergangenheit führen, über eine Timeline und in die Zukunft und einfach mal so erspüren lassen, mein Leben hatte schöne Momente, ganz viele schöne Momente. Und auch in der Zukunft gibt es und wird es schöne Momente geben. Und das ist jetzt gar nicht so rational, ich habe einen Zettel genommen und mir mal aufgeschrieben, so wie könnte was ausschauen, sondern ich habe es gespürt. Und wenn ich dann mal an einer Stelle stehe, wo es schwierig ist, wo es mir mal nicht so leicht fällt, dann kann vielleicht so eine emotionale Referenz helfen, dass einfach irgendetwas kommt, so hey, das wird schon. Plötzlich, ich weiß, so Kinder sagen manchmal später so, ich weiß gar nicht, woher es kommt, aber ich habe einfach mehr Zutrauen. Es ist so, als ob eine innere Stimme manchmal sagen würde, ach komm, dann sieht es doch nicht so schwarz, das wird schon. Das ist die Kraft, die da ist. Und das ist die Kraft, ja. Kannst du noch einen Satz mal beginnen, dass Jugendliche, die keine Lust haben, die zu mir kommen und eigentlich keinen Bock haben, was du mit denen machst, weil das würde mich auch noch interessieren, ja. Ob die alle freiwillig und freudig ankommen oder denken, oh, das muss ich ja auch noch herkommen. Ja. Das wäre auch mal eine Frage, das würden sicherlich auch gerne viele Jugendliche sich angucken. Was mit den Leuten passiert, die eigentlich keine Lust haben. Ja, also ganz oft ist es so, dass die Kinder erstmal nicht so ganz aus freien Stücken kommen. Das ist, und gerade so die Jugendlichen, die, und das ist dann eine schöne Frage, ne? Wenn man so fragt, warum bist du denn da? Und dann kommt so die Standardantwort, weil es meine Mama will. Oder weil ich da einen Kinogutschein gekriegt habe oder ich soll mal vorbeikommen. Und auch hier geht es darum, also ich kann das erste Mal nachvollziehen. Also erstmal habe ich einfach viel Verständnis dafür, dass ich einfach verstehen kann, da kommt jetzt so ein Jugendlicher und irgendwie haben die Eltern da eine gewisse Not gesehen und er selber, ja, vielleicht spürt er das auch, dass es nicht ganz rund läuft, aber wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, zum Coach zu kommen. Und da findet eben in unserer ersten Sitzung hier tatsächlich Rapport statt. Also wenn wir so in eine Beziehung gehen, in so einen Gleichklang gehen, mit dem Jungen in so eine Anamnese führen, in ein Gespräch gehen, aber wirklich so in der Art halt einfach so ein, du, ich verstehe das, erstmal so mitgehen und zum Zweiten, naja, gibt es trotzdem sowas, wenn du jetzt schon mal so da bist, einfach in deinem Leben, was du vielleicht erreichen wolltest oder wo geht's dir nicht gut oder könntest du dir was vorstellen, dass es was anderes gibt, bis hin, dass es schon wirkt, dass wir auch mal erklären, was Coach bedeutet. Also ich bin kein Trainer, ich bin kein Lehrer, ich bin nicht deine Eltern, ich bin nicht mit dir verwandt, das macht eine ganze Menge, sondern hey, ich bin dein Coach. Also für eine gewisse Zeit stehe ich dir zur Verfügung und gehe mit dir. Und das baut schon mal so eine Beziehung auf, so ein bisschen so was Vertrautes auf, auch so, dass wir so die Dinge, die wir bereden, in der Praxis bleiben, so dass wir dann relativ bald ich so den Jugendlichen an so einer Stelle habe, wo wir mal Nutzen definieren können, wo wir mal hingucken können, wo ich vielleicht liebevoll auch mal provozieren kann, sagen kann, naja, du, so richtig glücklich schaust du nicht aus, also so gut geht's dir da ja nicht, oder so einfach mal so das Spiegeln, was man auch sieht. Und aus dem heraus, also ich habe das noch, wenn ich jetzt nie sage, dann aber eigentlich so war es noch nie so gewesen, dass danach ein Jugendlicher nicht gesagt hat, ach, ich kann jetzt tatsächlich einen Nutzen finden, den ich habe in meinem Coaching. Und das machen wir ein Stück weit so, haben wir so ein paar Fragen, die wir ganz aktiv da auch nutzen und einfach mit Neugierde. Ich bin der Coach meines Klienten, meines Coaches. Und wenn ich da mitschwinge und nicht bewerte, und einfach mal sage, naja, ich könnte mir vorstellen, da gibt es vielleicht schon noch das eine oder andere, dann öffnen die sich auch und dann merken die das. Weil das, was die Eltern sagen, mag im Detail vielleicht nicht genau das sein, was ein Ziel oder ein Nutzen für das Kind ist, aber in der Regel liegt das auch nicht ganz falsch. Also wenn eine Mutter kommt und sagt, Schule funktioniert nicht, ist in der Regel schon so, dass Schule auch nicht funktioniert mit dem Jugendlichen. Vielleicht nur noch mal in Richtung der Jugendlichen zu sagen, was einen guten Coach ausmacht. Der ist nicht belehrend, er kann zuhören, er ist respektvoll. Solche paar Stichwörter, die auch Vertrauen ausstrahlen sollen. Ja. Ja, also in meiner Rolle jetzt als Coach für so einen Coachee ist es völlig klar,
Ich bin auf deiner Seite, ich bin bei dir, ich höre dir zu, ich bin neugierig, ich gehe einen Weg mit dir. Und tatsächlich so, ich bewerte dich. Mir zuliebe muss keiner was tun, ich bin nicht derjenige, der einen Zeigefinger hebt. Also in keinem Coaching hebe ich den Zeigefinger und sage, oi, 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 das ist aber nicht. Ich helfe manchmal hinzugucken, ob das zielführend war, ob das halt einfach eine. Ja, ob die Handlungsweise wirklich dahin geführt hat, wo mein Coachie auch hin wollte. Und dann kann es mal sein, dass ich halt ganz liebevoll nur frage, ja, hat es denn geholfen? Also hat dir das gut getan? Aber ich bin keiner, der so sagt, ich weiß es besser. Ich habe manchmal eine Idee. Ich habe vielleicht mal einen Tipp, so einen Trick, eher so einen Trick. Du, ich könnte dir, wenn du magst, mal sowas. Wir arbeiten gerne mit dem Begriff so aufs Buffet legen. Also wenn du magst, kannst du hier einfach mal was von nehmen und was essen. Und probier doch mal davon. Und ansonsten ist es wirklich so diese Sicherheit, dass auch die Dinge im Geheimen bleiben, dass es eben nicht mit den Eltern alles besprochen wird. Also es gibt sicherlich einen Bereich, Themen oder Dinge, Selbst- und Fremdgefährdung würden da dazugehören, wo das so nicht mehr funktioniert. Aber ansonsten halt einfach, die Dinge bleiben geheim, sie bleiben unsers. Der Coach entscheidet selber, was er nach draußen davon tragen will und erzählen will. Und das ist eine wundervolle Basis. Und ich bin wirklich eben nicht der Vater, ich bin nicht der Onkel, ich bin nicht der Lehrer, ich vergebe keine Noten, bin auch kein Therapeut und kein Arzt, sondern ich bin dein Coach. Perfekt. Ganz großartig. Wollen wir denn noch einmal, aber ich fand das alles super. Dann nimmst du noch auf. Dann lass schon mal das. Das hat man sich ausgemacht. Nee, dann sag mal noch mal was ganz schnell. Ich wieder anleuchte. Wenn du so redest, kennst du Thorsten Lieberknecht, den Trainer von Eintracht Braunschweig? Nein. Auch ein Pfälzer. Und du kennst den? Eine Ähnlichkeit. Mhm. Ja, stimmt. Ne? Ja, stimmt. Also das heißt, ich komme als Pfälzer durch. Mist. Nee, das will ja nicht. Ja, was sind so Unterschiede, ne? So zwischen kleineren Kindern, die kommen, und Jugendlichen oder so. Ne? Ich kann auch sagen, momentan habe ich sehr viele Jugendliche im Alter von 18, 19, die zu mir kommen. Ne? Ja. Und dann, was sie beschäftigt. Ja, ja. Letztes Jahr hatte ich, ne? Und was sie beschäftigt. Ja, ja. Genau, also derzeit sind einfach eine ganze Menge ältere Jugendliche, Kinder, ältere Jugendliche, ja, junge Erwachsene bei mir im Coaching. Ist ganz spannend, dass das dann auch immer so irgendwie so die Dinge ihre Zeit haben, dass es jetzt auch einfach ganz vermehrt viele Anmeldungen gab, Interesse da gab. Bei älteren Jugendlichen sind die Themen oder ist das Verfahren, also erstmal von den Methoden her, sehr ähnlich bis gleich. Also wir winken dort auf, wir machen einen doppelten Future Backcheck, eine Timeline, wir machen eine systemische Teamaufstellung, also so diese Dinge machen wir auch. Vielleicht so ein bisschen die Art, wenn ich jetzt so mal vielleicht einen Neunjährigen mal dagegen setze, so ein Zweitklässler, Dritt-, Viertklässler, wo das vielleicht noch ein bisschen spielerischer an der Stelle ist, wo manches vielleicht nicht so auch mal kognitiv so mal andiskutiert werden kann oder so, was beim Älteren einfach mal möglich ist. Dass man da vielleicht auch mal so einen Perspektivwechsel jetzt mal tatsächlich auf so einer anderen Art und Ebene auch mal führt. Aber immer, das sind nur flankierende Maßnahmen, das ist nur flankierend anders, ansonsten die Methoden sind gleich. Die Themen sind ein bisschen anders, wie es erlebt wird, ist oft schon ein bisschen, also kleine Kinder kleine Probleme, große Kinder größere Probleme, das mag da manchmal tatsächlich stimmen. Da geht es oft eben um auch ganz viel mehr, mal um auch so gesundheitliche Dinge, um überhaupt noch Schule, überhaupt Ausbildung und kriege ich mein Leben gemeistert. Bei den Kleinen ist es eher noch so, ja, warum kommt er nicht so in die Dritte, warum hat er nicht so die Kraft, warum traut er sich nicht so und eher so diese Bereiche auch. Das ist jetzt einfach mal so aus der Erfahrung, wie es bei mir häufig ist. Wahrscheinlich sende ich auch etwas aus. Also ich arbeite gerne mit den Älteren, ich arbeite gerne mit Jugendlichen und mit älteren, jungen Erwachsenen. Naja, und dann ist es halt auch so, dass dann in der Coaching-Praxis da halt auch vermehrt solche kommen. Und ich kenne Kolleginnen zum Beispiel, die eben ganz viel mit den Kleineren arbeiten und das total genießen. Hier auch mal ein bisschen spielerisch in einem anderen Tempo. Ich muss vielleicht auch ein bisschen langsamer dann reden, darf nicht so kompliziert sprechen, muss ein paar andere Worte finden, muss die Geschichten vielleicht ein bisschen anders nennen, dass da auch jeder so, entweder kann er alles oder jeder auch so ein bisschen so merkt, na, das ist vielleicht so das richtige Alter, mit den Kindern kann ich gerade gut oder kann ich generell gut. Und das ist, wenn ich sowas sagen würde, so, hey, ihr Coaches da draußen, so guckt mal, also traut euch das alles zu, aber schaut auch mal so, wo eure Talente sind, wo die Stärken sind.
Und da, wo vielleicht nur ein bisschen weniger kommen, mal gucken, kann man ja trotzdem auch üben. Also wenn die Arbeit mit dem Achtjährigen nicht gleich klappt, dann darf das ja trotzdem auch entwickelt werden. Du betreust ja nicht nur Coaches, sondern auch Coaches, wenn du ein bisschen was über deine Arbeit als Trainer und Regionalleiter erzählst und vielleicht auch zwei einleitende Sätze über deine Transformation. Ja, also bei mir ist es ja so, dass ich wirklich Vollzeit von meinem Coaching lebe. Also das war jetzt nichts, was ich so nebenbei oder so tun will. Ich mag da gerne noch ein paar Worte zu sagen, was davon früher mal gekommen ist. Aber derzeit einfach, ich sage es jetzt mal so ganz einfach und banal, nachmittags sind die Kinder dran, Kinder und Jugendlichen. Vormittags habe ich 2-3 Termine in der Woche an Schulen, wo ich dann teilweise mit Schulklassen arbeite, unterstützend arbeite, mit Lehrern arbeite, das ist ganz unterschiedlich. Und am Abend mittlerweile auch immer mehr, wo einfach Eltern, also Mütter oder mein Vater auch tatsächlich das gleiche Coaching in Anspruch nimmt wie die Kinder dann, weil auch dort Bedarf ist, weil dort auch oft erkannt wird durch die Arbeit an den Kindern, dass es so eigene Themen auch noch gibt. Und je nachdem, wie das Verhältnis ist und wie offen man das kommunizieren kann, ist das jetzt eben auch da immer mehr, nimmt gerade immer mehr zu, dass auch Eltern hier Vertrauen fassen und zum Coaching kommen. Also so ist dann mein Tag schon ganz gut gefüllt und voll. Bin aber auch ausgebildet als Mastertrainer, Erwachsene auszubilden in dem Lehrgang, also als zum Kinder- und Jugendcoach auszubilden, regelmäßig in München, in Bayern oder in Deutschland finden diese Trainings, diese Ausbildungen ja statt und ich bin einer von den Trainern, die diese Seminare auch abhalten und führen. Und was noch dazu kommt, ist, dass wir so Regionalzentren haben und ich die Verantwortung derzeit trage für Bayern und hier eben die Coaches, also erstmal die, die auch neu ausgebildet werden, aber auch schon die vorhandenen Coaches in einem Netzwerk betreue. Wir halten Workshops ab, wir haben, ich könnte jetzt auch sagen, sowas ähnlich wie einen Stammtisch, also regelmäßige Treffen, die stattfinden, weil das einfach ganz wichtig ist, Austausch, Supervisionen. Manche sagen auch mal so, diese IPE-Luft mal wieder schnuppern. Und bei vielen ist auch so ein Thema, dann wieder so neue Kraft mal zu kriegen, mal wieder so das zu spüren, mit dem vielleicht, warum ich angetreten bin. Und weil Coaching schon auch Kraft kostet, Spaß macht und sehr sinnvoll ist, aber auch irgendwo auch eine Kraft. Ich gebe mich da jedes Mal auch voll rein, bin dabei. Und dann darf das und ist es auch einfach gut, einfach mal in der Gemeinschaft das mal wieder so zu sich auszutauschen und so spüren zu können, wow, eigentlich toll, wenn ich etwas arbeiten darf, was ich arbeiten will und wenn ich Sinn in der Arbeit sehe. Und das wäre vielleicht so der Bogen. Ich bin in meinem Erstberuf Informatiker, habe in der Wirtschaft gearbeitet. Ich habe meinen Job geliebt, ich habe ihn gerne gemacht, bin die meisten Jahre wirklich ganz gerne gemacht und irgendwann aber so mit 40 kam dann mal so der Punkt, ach, es darf jetzt noch was anderes sein und mein Herz schlägt auch noch für etwas anderes. Ich finde das kommt manchmal ja so später, so eine Erkenntnis. Also ich weiß noch, nach dem Abitur, als ich bei der Berufsberatung mit meinem Vater saß, kam raus, dass ich ein guter Informatiker wohl werden könnte oder ein Sozialpädagoge. Das waren damals die zwei Dinge, weil ich viel schon auch in Gruppen damals gearbeitet habe. Und ich habe mich halt für die Informatik entschieden. Und dann war so plötzlich wieder diese Idee da, dieses, hey, da war doch schon noch was anderes. Also da, ja, ich hab mich getraut, bin einen Schritt gegangen und bin heute einfach dankbar und ich mache jeden Tag das, was ich, ja. Also ich mag jetzt nicht sagen, das ist so, manchmal gibt es ja so dieses, ist überhaupt nicht, merke gar nicht mehr, dass es eine Anstrengung oder sowas hat. Nein, aber ich mache gerne, das ist eine Berufung, das ist mein Beruf, ich kann da helfen, ich mache was Sinnvolles und da gebe ich alle meine Energie, mein Können, meine Talente rein. Das ist gut. Super, super. Du willst noch mehr? Ja, das ist verdammt gut. Aber